herzlich willkommen zu einer neuen Danksagung. Das ist die Danksagung 2.0. Mal wieder geht es um euch. Ja, das ist herrlich. Und zwar um euch, die ihr kommentiert habt. Um euch schlichtweg die treuesten Abonnenten. Und ich muss sagen, erstmal eins vorneweg, bevor ich hier auf einzelne Leute eingehe. Ich habe wirklich versucht, dieses Mal einen wirklich großen Überblick irgendwie zu verschaffen. So wie es mir möglich war. Und ich habe mir wirklich, sag ich mal, so 90-95% aller Namen notiert, die wirklich verdammt erwähnenswert sind, weil sie einfach verdammt nochmal dabei sind und das schon seit, jetzt auch schon bestimmt seit einem Monat und natürlich schon viele davor. Es werden bestimmt auch wieder viele ihren Namen hier wiederfinden vom ersten Video noch. Ja, grundsätzlich erstmal möchte ich euch danken nochmal dafür, dass ihr auch über das eine Video, das sich noch damit beschäftigt hat, dass ich die Let's Plays jetzt sozusagen eingestampft habe, dass ihr da noch mittendran dabei wart und davor und so weiter und so fort. Generell war es einfach super von euch. Ich hätte das ehrlich gesagt nicht erwartet. Wenn ich jetzt wieder so reflektiere, wie alles angefangen hat damals mit dem Kanal, und ich jetzt wieder meinen Stand jetzt betrachte und wirklich nur mich betrachte und jetzt keinen anderen irgendwie dazu hole, dann ist es doch eine Entwicklung zum Positiven hin, die ich wahrscheinlich so oft nicht sehe, weil wir, glaube ich, auch als Menschen uns immer nur das Schlechte vorhalten und das Gute nicht sehen wollen. Und ich möchte jetzt mal versuchen, wirklich nur das Gute zu sehen, und das ist wirklich ein Teil des Guten. Und das, daran habt ihr, ich sag mal, mehr als 50% Anteil. Und ja, ich stehe jetzt bei 762 Abonnenten, von denen sowieso nicht alle gucken, aber es ist für mich persönlich, diese Zahlen bedeuten mir nicht jetzt so wie was Grundsätzliches, aber man muss es ja irgendwie messen, wie ich schon gesagt habe. Generell ist das so ein kleines Hilfsmittel für mich, mich dann daran irgendwie dran zu hangeln und irgendwie das Ganze zu bewerten. Aber ich habe wirklich gesehen, Die Views sind zwar niedrig, aber das Daumenverhältnis ist wahnsinnig groß. Dafür, dass ich nur ein paar Aufrufe habe, sind bestimmt immer so 6-7 Leute dabei. Manchmal geht es sogar über die Zweistellige hinaus. Da frage ich mich echt immer, cool, die Leute sind wirklich dabei, also denen gefällt es. Es gibt eigentlich, ich habe mir kaum einen Daumen runtergeht, in letzter Zeit erinnert. Sind wirklich gute Leute dabei. Kommentare sind von den Standardkommentatoren auch immer da. Also eigentlich kann ich mir momentan nicht mehr wünschen. Natürlich ist es immer schade, dass ich immer vor diese Wand fahre, gedanklich. Es geht wahrscheinlich nicht weiter. Aber gut, ich denke mal, wir kommen jetzt mal zum Hauptzweck dieses Videos. Das war nochmal so ein kleiner Prolog. Generell danke nochmal wirklich an alle. Aber jetzt zu den Personen im Einzelnen. Ich habe wirklich versucht, alle Namen zu notieren. Wenn ich jemanden vergessen haben sollte, soll das bitte sagen, der taucht dann im nächsten Video auf jeden Fall auf. Gut, angefangen mit einem Herrn, also ich möchte auch was zu den Leuten noch sagen, wenn das natürlich denen recht ist, ich denke mal schon. Angefangen mit einem Herrn, der, glaube ich, schon seit 2011 auch dabei war und nicht parallel zu mir, aber ich glaube, damals schon, also seit 2011 auf jeden Fall dabei ist. Wann genau, weiß ich nicht mehr, aber ich kann mich noch an ihn erinnern. Und zwar ist das der Prince Koala. Ja, der macht nämlich auch so Total War-mäßig, ist der auch unterwegs als Caster. In der Hauptsache von Online Battles, also Rome 2 hat er auch gemacht, Rome 1 auch viel. Und ich glaube, bei Shogun 2 war er damals auch sehr aktiv gewesen. Hat dann eine Pause gemacht und ist jetzt wieder zurück. Auch immer kräftig am Kommentieren. Und ich finde es einfach wieder cool, von diesen Leuten die Impressionen, die Tipps und so weiter und so fort zu bekommen, weil das ist eigentlich das, was mir wirklich wichtig ist. Und das kommt an und das ist auch gut so. Deswegen kann ich nur sagen, danke Prince Koala. Ich hoffe mal, das Programm wird dir noch weiterhin gefallen. Ja, das war's an für sich. Zu diesem Kanal. Zu diesem Herrn, zu diesem Caster. Genau. Der nächste ist Dark Side of Metal. Ja, ich habe das, wie gesagt, so bunt gemischt. Der taucht auch immer so auf und hat auch immer gute Kommentare dabei. Also wirklich auch nochmal danke Dark Side of Metal. Der nächste ist Deadeye PLF oder PLF. Kommentiert hier und da mal wieder was und
Ich möchte mich auch mal bei dir bedanken, dass du meine Videos für wert erachtet hast, da mal ein paar Minuten oder wie auch immer zu investieren und dann auch nochmal einen Kommentar zu verfassen. Dann haben wir den Julius Grant. Wollte schon wieder falsch lesen. Ich glaube, Julius Grant wird es ausgesprochen, weil es doch, glaube ich, ein Amerikaner ist. Aber ich weiß nicht mehr, hat es mal erklärt. Ist schon wieder lange her, dass ich das gelesen habe. Auf jeden Fall danke ich dir für deine sehr sachliche Meinung immer zu den Themen, was ich da gerade habe. Einfach danke, ich kann es nicht anders sagen. Danke, Julius Grant. IceTube XD, ja, der ist sicher bekannt. Schreibt immer mal was und das ist einfach cool, ich kann es nicht anders sagen. Auch wieder zu den kritischen Themen natürlich, wie zum Beispiel, wie auch Julius Grant, zu dem schweren Entscheidungen-Video etc. Sehr, sehr gut. Iron God LP, ja, auch definitiv oft dabei und immer einen guten Spruch auf den Lippen und freundliche Worte, sehr freundliche Worte und auch sehr motivierende Worte. Vielen Dank, Eisengott. Master Marco, ehemals Master Commander, auch fast unter jedem Video zugegen und wahnsinnig nett, wahnsinnig zuvorkommend, wahnsinnig visionär auch irgendwie zum Teil. Wenn er dann sagt, hey, da könnte man ja dies und das draus machen und ja, wenn man es mal so weiter verfolgt, den Gedanken, den du gerade angefangen hast, den Gedankengang, dann könnte da dies und das entstehen. Solche Sachen finde ich echt cool. Deswegen auch danke, Master Marco. Okay, dann kommen wir zum Hannibal Barkas, den wir natürlich viele auch kennen. Immer sehr, 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 sehr genau, finde ich in den Kommentaren. Wirklich klasse, also auch unter jedem Cast dabei. So ziemlich und auch unter jedem, was sonst noch so den Kanal an sich betrifft, dabei hat zu allem eine Meinung und vertritt die auch und ist auch, wenn ich jetzt mal so sagen darf, Hannibal, ne, bist ja gerade auf dem aufsteigenden Ast, wie ich finde. Du bist ja so gerade so ein bisschen dabei. Also er wurde auch von Pilo empfohlen, das darf ich an der Stelle mal sagen und ich kann das ja auch immer nur jedes Mal wieder tun, weil ich finde, er macht richtig klasse Arbeit mit seinen Casts. Also da kann ich persönlich auch noch viel lernen, muss ich sagen, und guck auch nochmal rüber. Und er ist da so wirklich gerade auf dem Aufsteigen, finde ich. Macht das wirklich gut und ich finde, er hat eine gute Zukunft für sich als Caster. Und ich freue mich einfach, weil ich finde die Szene einfach an sich, auch wenn wir da jetzt die uns allen bekannten Kommentatoren drumherum haben, einfach noch ein bisschen zu kahl und leer. Sie soll auf gar keinen Fall übersättigt werden, aber ich finde, da fehlen mir noch so ein paar Leute, die ich auch wirklich gucke. Ich gucke eigentlich nur wenig von den ganzen Leuten und auch nur selten. Aber, ja, so generell fehlen mir noch so Leute. Er ist zum Beispiel jemand, den ich sehr oft gucke, weil es mich einfach interessiert. Bei den anderen ist das mehr so ein Mischmasch aus allem. Deswegen, aber auch nochmal, wie gesagt, danke für deine Kommentare, Hannibal. War mir wie immer ein Vergnügen. Crash 2000 Bandicoot. Ja, der ist meistens, glaube ich, bei den Shogun 2 Let's Play Parts dabei gewesen, weil ihm das Spiel, glaube ich, auch so gut gefällt. Keine Ahnung, auf jeden Fall danke. Du kommentierst weniger, aber das ist ja vollkommen egal. Wichtig ist mir auch gar nicht, wie viele kommentiert, sondern wichtig ist mir, dass ihr einfach dabei seid. Das ist vollkommen egal, ob es einmal war, zweimal, das ist oder 500 Mal. Das ist vollkommen wurscht. Es ist hier nämlich ein Dankesvideo, das ich ja wirklich alle richte. JXD, ja, JXD. Der taucht auch ziemlich oft auf, muss ich sagen, ja. Und seine Kommentare sind auch sehr meinungsgebunden und sehr, wie soll ich sagen, quasi zu den Akten gelegt, ne? Super, kann ich immer nur wieder gerne lesen. Masao Kato, ja, der hat einen interessanten Kommentar abgegeben zum Video, was war das, mit dem Kanal-Update war es mein Kind, das genau, das war das Kanal-Update, richtig, im Kanal-Update. Und überhaupt, Leute, die so ein bisschen überlegen, wie kann es mit dem Kanal weitergehen, finde ich auch immer sehr gut. Man selber weiß ja nicht alles und da kommen manchmal gute Gedanken bei raus, manchmal auch nicht, aber dennoch, wie gesagt, danke, danke. Oder was heißt dennoch, auf jeden Fall danke, Masao Kato. Strategic Gamer D, Deutschland. Ja. Sporadisch, denke ich mal, dabei, aber auch vielen Dank, dass du es so wert erachtet hast, mal ein bisschen Zeit zu investieren.
Dann hätten wir den Re4E-Kanal. Auch einer der sporadischen, aber auch mit dabei. Und man weiß es ja nicht, wie gesagt, boah, sporadisch sage ich nur von den Kommentaren her. Es gibt viele, die bestimmt gucken und nicht kommentieren, das weiß ich ja. Das ist Fakt. Nicht vielleicht, das ist auf jeden Fall so. Spectral 2013, ja. Ich möchte fast sagen, der vom Umfang her wirklich der fleißigste Kommentator hier wirklich in meiner ganzen Liste auf jeden Fall. Eigentlich wirklich zu fast wirklich zu jedem Video hat er einen Kommentar geschrieben zu den ganzen Kampagnenparts und von Makedonien und zu wirklich fast auch jedem Video jetzt, auch zu den Casts, immer dabei, immer eine super Sache, die er sich da macht, eine super Arbeit eigentlich schon fast, weil so ein Text schreiben, das ist schon Arbeit, sich Gedanken zu dem Video zu machen, was will ich eigentlich sagen, was will ich würdigen, was möchte ich kritisieren, worauf möchte ich hinweisen, kann ich das so schreiben, etc. Das wirkt bei ihm sehr durchdacht und das gefällt mir einfach. Und das gehört einfach mal gewürdigt, deswegen danke Spectral 2013, ich hoffe, das Programm wird dir und natürlich den anderen davor auch noch weiterhin gefallen. Chris A. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber der ist auch hier und da mal dabei und freut sich, dass was kommt und das freut mich auch natürlich, denn darauf arbeite ich ja schließlich hin. Deswegen danke Chris A. Ice Cube Factories. Ja, das erste Mal zu dir, du warst doch derjenige gewesen, der sich ein wenig, benachteiligt gefühlt hat, nicht, aber ein wenig zu kurz gekommen ist anscheinend. Deswegen hier nochmal, ich habe es dir ja versprochen, glaube ich sogar, ja, hier nochmal die Danksagung auch an dich. Du hast von den Kommentaren her wirklich auch eine ehrliche Meinung gehabt und vertrittst im Prinzip so den Grundtenor von den anderen auch, dass wirklich so eine einstimmige Sache ist, dann kommt dies und das und das. Ach ja, das sehe ich auch so und finde ich aber auch gut, dass du das dann bestätigst und dass du aber auch eigene Einsichten mit einbringst. Deswegen danke Ice Cube Factories. Dann kommen wir zum, ich sag den Namen nicht mehr, The Hawk. Ganz einfach. So, ja, du weißt, dass du gemeint bist. Abgesehen davon wird der Name jetzt eingeblendet, wie von jedem anderen auch. Auch immer eine motivierende, immer ein motivierendes Kommentar. Das heißt ja, er verfasst immer einen motivierenden Kommentar. Und was soll ich sagen? Das ist klasse. Auch immer Tipps dabei, ganz wichtig. Dann Mr. Janine vielleicht. Definitiv nicht jetzt so hauptmäßig dabei, aber doch sehr konkret und auch sehr direkt. Wie gesagt, super, was Besseres kann ich mir gar nicht wünschen, denn der Kanal muss ja mit Ernst auch zum Teil geführt werden, wenn er eine gewisse Zielgruppe auch halten, vor allem nicht nur erreichen, sondern auch halten soll. Dann hätten wir den Todeszocker-LP. Der hat früher ganz viel kommentiert, weiß ich noch, zu den Ottoman-Kampagnenzeiten und ist jetzt etwas stiller geworden, aber taucht hier und da auch mal auf. Und das möchte ich auch mal dir honorieren. Vielen, vielen Dank. DJ Jung Sue, ich weiß es nicht, wie es ausgesprochen wird, tut mir leid, aber den haben wir wieder eingeblendet. Dir auch vielen Dank, du vertrittst auch deine Meinung, hast auch immer was zu sagen und das ist auch... Zu dir kann ich jetzt leider nicht ganz so viel sagen, es tut mir leid, aber trotzdem immer noch generell vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, um einen Kommentar zu Video X zu machen. Dann kommen wir zum Themenhaus, der Basti vom Themenhaus, natürlich, den kennen wir doch. Mit dem habe ich einen Podcast gemacht und der ist auch dabei, den Kanal zu verfolgen. Den kenne ich jetzt auch schon eine Weile, mit dem diskutiere ich auch immer so ein bisschen in Steam, in meinem Kanal über... ganz normale Themen über Podcasts, die ich eventuell mit ihm zusammen machen will, weil mich das Format einfach sehr reizt und ich auch, glaube ich, eine gute Meinung dazu habe, zu bestimmten Themen dann dazu. Ja, deswegen Themenhaus auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du auch mir die Zeit gefunden hast, um etwas für mich zu schreiben, was hast du für mich zu schreiben, um das Ganze zu würdigen. Microbelle Full. Oh ja, das ist ein Herr, der natürlich nicht in Vergessenheit geraten darf. Natürlich noch aus den Shogun 2 Zeiten. Wie er schon mal sagte, die Shogun 2 Zeiten waren die besten. Ja, auch wieder hier und da vertreten. Vielen, vielen Dank, vor allem, dass du so lange dabei bist. Dickes, fettes Dankeschön.
Kleiner Farmer 1. Der ist ja auch hier und da zugegen und ich denke, es ist wieder so einer von denen auf den vorigen, die nicht so viel kommentieren, aber auch sehr viel gucken. Aber ich finde es trotzdem gut, dass du dich zu erkennen gibst und mal hier und da einen Kommentar schreibst. Deswegen vielen Dank, Kleiner Farmer 1. Lukas Lappen. Der verfolgt mich auch, glaube ich, schon ziemlich lange. Ist auch oft dabei, also in Sachen Schreiben. War er früher jedenfalls. Jetzt ist er es weniger, finde ich. Aber dennoch, Lukas, vielen, vielen Dank, dass du so lange dabei warst. Und es auch noch bist und hoffentlich noch sein wirst. Von Blücher. Ja, der ist in letzter Zeit aufgetaucht. Von dem habe ich vorher, glaube ich, noch nichts gehört. Aber definitiv hat mir sogar eine PN geschrieben damals wegen den LPs, wie ich das lösen könnte, dass ich die Upload-Zeiten abkürzen kann und so. Hat leider, kann ich dir an der Stelle mal sagen, nicht so viel Sinn für mich, aber dennoch danke, dass du dir die Arbeit gemacht hast und natürlich auch danke für die Kommentare. Only Crank. Hell yeah, natürlich, den kenne ich doch. Den kenne ich doch jetzt schon seit 2011. Also man kennt sie nicht richtig so direkt, aber wen kennt man da schon übers Internet? Aber ich finde, man kann sich mal gut mit ihm austauschen. Vor allem zu dem aktuellen Stand des Kanals hat er sich in der kleinen hitzigen Debatte, die sich auch mit IceCubeXD so ein bisschen entwickelt hat, auch sehr gut, ja, wie könnte man den Kanal jetzt weiterbringen, wie könnte man das Ganze ein bisschen ausweiten, wie könnte man die Zielgruppe ein bisschen vergrößern. Hat er auch eine ganz klare Ansicht gehabt und das finde ich auch gut so. Das hat mir ein bisschen zu denken gegeben und ich habe mir halt auch überlegt, was kann ich denn da jetzt draus machen. EvoTV, den habe ich auch schon mal, glaube ich, in dem Antwortvideo auf das eine schwere Entscheidung Video angesprochen. Auch definitiv schon sehr, sehr lange dabei. Ich glaube schon seit Anfang des Kanals bestimmt. Und vielleicht sogar noch länger, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch sehr klare Meinung und auch mal Lob dabei, Motivation. Wie Klassiker, wie ich finde. Unter den ganzen Kommentatoren. Einer der Klassiker natürlich. Und vielen, vielen Dank. Es ist immer wieder schön, das zu lesen. Danke dafür. Alpis kleines Schlachtfeld. Das ist übrigens ein Caster, bevor ich jetzt da mit dem Dank loslege. Das ist ein Caster, den ich schon viele Male früher auch schon in zwei Zeiten, der ist ja schon ewig dabei. Der wurde damals auch, glaube ich, von Pilo empfohlen. Und da bin ich damals auf seinen Kanal gekommen und habe ihn immer so ganz selten geguckt. Und ich weiß gar nicht, wie er auf mich gekommen ist, aber ich finde es schön. War auf jeden Fall nett, auch deine Kommentare zu lesen. Und ich finde es immer interessant, wenn Feedback von den Leuten, die natürlich selber Videos machen, ist natürlich noch interessanter. Müsst ihr mir verzeihen, weil die noch so einen speziellen Blick dafür haben. Wenn man selber keine Videos produziert oder noch nie welche produziert hat, hat man natürlich eine andere Vorstellung. Ist natürlich nur der Konsument und nicht der Prosument. Wie ich übrigens jetzt seit neuestem erfahren habe, derjenige, der den Inhalt zur Verfügung stellt, wird Prosument genannt. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Ich hoffe mal, du bist von dem Programm auch noch weitestgehend zufriedengestellt. Der Kalimo von Kalimo Games, ja. Mit dem schreibe ich über Steam wirklich sehr, sehr oft. Und mit dem kann man auch wirklich über vieles reden und kommentieren oder in Videos ist es eher weniger, aber es ist so der Kontakt an sich, der zählt, finde ich. Aber er ist auch definitiv dabei. Deswegen danke, Kalimo. The Gamer Homie LP. Der war früher zur Zeit der historischen Schlachten ganz oft dabei, glaube ich. Da habe ich die Sekihara-Schlacht hochgeladen und die Okehazama-Schlacht. Da war der sehr, sehr oft dabei und das war wirklich eine wirklich coole Sache. Auch, dass er jetzt wieder aufgetaucht ist, denn das ist keine Selbstverständlichkeit. Man guckt immer so, hey, kommen die und die Leute wieder. Ich bin jemand, der kann sich Namen eigenartigerweise doch, wie ich finde, sehr gut merken, weil immer viele Menschen meinen, ach, ich kann mir keine Namen merken. Ich kann das schon. Also ich weiß dann auch noch, hey, da war dies und das im Namen. Ist schon erstaunlich, was man sich so merkt. Deswegen danke, The Gamer Homie LP. Chief LP, glaube ich, seit kurzem dabei, richtig mit dem Kommentieren. Auch dir danke für dein Lob. Carnification, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, auch in letzter Zeit aufgekommen. Das sind Namen, die sieht man dann auf einmal mal, vielleicht auch schon vorher dabei, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall danke für deinen Anteil daran.
My Michael MC, sehr interessante Ansicht zu und ein sehr tiefgreifender Kommentar zum schweren Entscheidung-Video. Und auch vielen Dank dafür, dass du meine Let's Plays, dass dir meine Let's Plays auch gefallen haben, wie du geschrieben hast. Und ich hoffe mal, dir gefällt das Programm weiterhin auch. K-Boss. Ja, auch bei diesem Entscheidungsvideo dabei, sonst eher selten, aber wahrscheinlich eher im Hintergrund. Aber dennoch, danke K-Boss. Zum Schluss habe ich noch den King Commander. Zu dem kann ich auch nicht viel sagen, außer vielen, vielen Dank auch nochmal dafür. Und dann bin ich eigentlich schon am Ende. Ich hielt es nochmal für wichtig, wirklich jedem von euch persönlich zu danken, weil ich mir denke, es kommt A, besser bei euch an und zweitens mal ist es einfach ein gutes Gefühl natürlich auch noch für euch und ich würde auch noch sagen, drittens, es tut mir auch, finde ich, wirklich sehr, sehr gut, eben weil ich mich in einer kleineren Zielgruppe bewege, ist es umso leichter, die Leute nochmal so ein bisschen von ihren Vorstellungen her, was den Kanal angeht, noch ein bisschen näher kennenzulernen und natürlich gehen wieder viele, aber ich muss sagen, es sind viele dabei, die so lange dabei sind, ich habe viele ganz alte Abonnenten noch hier, die teilweise sogar vom alten auf den neuen Kanal gewechselt sind. Und das muss man wirklich honorieren. Ja, damit bin ich eigentlich am Ende dieses Videos angelangt. Mir fällt es eigentlich gar nicht mehr wirklich großartig ein. Abgesehen davon nochmal ein riesiges Domo Arigato und ein riesiges Dankeschön in Deutsch zu sagen. Ja, in Latein kann ich kein Danke sagen. Ich habe nie Latein gehabt in der Schule, von daher. Ja, dennoch muss ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank. Eine Sache kann ich noch sagen, was meine ganzen Versprecher und so weiter angeht, manchmal hier während des Videos, irare humanum est. Das Einzige, was ich jemals auf Latein gelernt habe, irren ist menschlich. In diesem Sinne verlasse ich jetzt mal das Video und sage mal bis zum nächsten Mal. Ich hoffe mal, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr weiterhin so kräftig dabei seid, wie es der Fall war, dass ich mit dem Kanal vielleicht noch ein bisschen wachsen kann. Daraus mache ich keinen Hehl, die Hoffnung habe ich immer noch. Und die gebe ich auch so schnell nicht auf. Und das spornt einen auch so ein bisschen an, kreativer zu werden, neue Formate jetzt zu probieren, wie das historische Format. Deswegen vielen, 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 2000 Jahre später, vielen, vielen Dank für euren Support. Auch nochmal vielen Dank für die 700 Abonnenten. Übrigens wird dann noch ein Jubiläumsvideo kommen, da überlege ich mir nochmal, was ich machen kann. Wird wahrscheinlich nichts Besonderes, eher so ein Reflexionsvideo gesprochen oder anders, ich weiß es nicht. Ach, auf jeden Fall nochmal vielen Dank. Ich habe gerade so eine richtige kleine gedankliche Gänsehaut, muss ich sagen. Und ich fühle mich gerade richtig wohl. Deswegen kann ich auch sehr gut aus diesem Video hier rausgehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Taya Hero.